Ja, wo bleibst du denn? Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden, Steffen. Fahren wir mit dem 911er nach Hamburg oder mit dem EQS? Ja, schwere Entscheidung. Aber was ich auch habe, finde ich auch mega geil, kommt demnächst bei uns auf den Kanal, den BMW i7 xDrive 60. Könnten wir auch mitfahren. Es ist auch eine richtig gute Idee, vor allen Dingen mit dem Lounge-Paket. Ja, könnte ich mich super hinten reinsetzen und ein schönes YouTube-Video von uns gucken. Das wäre natürlich für dich am bequemsten, ne? Ja. Ja, lass du mit dem BMW fahren, das ist eine gute Idee. Nee, warte mal, ich habe da eine andere Idee. Wir machen was ganz Besonderes heute mal. Was denn? Wir nehmen ein chinesisches Derivat. Weißt du, ein chinesisches Derivat? Wolltest du mit mir beim Chinamann essen gehen in Hamburg oder was? Auch, aber ich bin doch mit dem Aura da. Ach, mit dem Aura Funky Cat? Ja, richtig. Ja, das wäre doch mal ein geiles Video. Das war einfach mal schauen, wie das so ist. 230 Kilometer nach Hamburg hin und zurück. So ein Roadtrip, oder? Auf jeden Fall. Komm, let's go. So, haben wir alles verpackt? Du, ich muss echt sagen, Kamerakoffer, meine Aktentasche, mein Koffer, dein Rucksack, Wasser für unterwegs und ein Mittagessen als Trinkmahlzeit, passt alles rein. Also diese 270, 280 Liter für so einen Wochenendtrip oder mal eine kurze Urlaubsfahrt ist ja eigentlich gar nicht schlecht, oder? Das ist ausreichend, würde ich sagen. Was einfach geil ist, ist doch die elektrische Heckklappe, oder? Das ist perfekt, gerade bei der Wagenklasse. Akkustand? Voll. Sehr schön, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Auf geht's! Wir sind losgestartet, leider nicht mit dem BMW i7, da hätte ich ja schön hinten im Lounge-Sitz einen Film gucken können, sondern mit dem Aura Funky Cat. Und inzwischen, so nach 2-3 Kilometern, freue ich mich richtig. Warum? Weil wir mal einen Premium-Kleinwagen haben, der sogar eine elektrische Heckklappe hat, Sitzbelüftung, Sitzheizung, Massagesitze, also all diesen ganzen Schnieschnar, Schnuck, Schnück, wie im BMW i7. Und da wollen wir mal schauen, wie komfortabel kann man auch auf einer längeren Strecke mit ihm reisen. Ausgangsbasis 24 Grad, sommerliche Temperaturen, ein Akkustand von 96%. Steffen, schau mal bitte. Und ich habe den Wagen auch hier vom Bordcomputer zurückgesetzt. Er zeigt mir eine Reichweite von 298 Kilometern an. Ja, das werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, ohne zwischendurch mal was zu machen, Steffen. Eine Pinkelpause. Genau, und die werden wir immer verbinden, clever wie wir sind, natürlich mit einem Schnelllader. Und da natürlich die Zeit nutzen, um auch wieder Energie in den Akku zu bekommen. Um so mal zu schauen, wie reisetauglich ist eigentlich ein Aura Funky Cat, oder? Ich bin da eigentlich guten Mutes. Wer sich für das Auto interessiert, der hat sicherlich schon unseren Fahrbericht mit der Review gesehen. Vielleicht auch die Verbrauchsfahrt, wo wir euch mal bei 100, 120, 140, 160 km/h gezeigt haben, was ist der Verbrauch. Aber das alles kann ja nicht so einen Roadtrip ersetzen vom Fahrkomfort, vom Fahrgefühl, wo man einfach mal 2,5, 3 Stunden nonstop minus Pinkelpause mit so einem Auto verbringt. Ich glaube, mega spannend. Und wir melden uns mal kurz vor der Autobahn, weil die ersten 60 Kilometer, Steffen, die fahren wir ja rein Landstraße, ne? Ja, schön Bundesstraße, schön durch den Wald. Macht Spaß. Das Einzige, was der Aura Funky Cat ja nicht hat, ist ein Bordcomputer, ne? Ja, aber das rechnen wir natürlich händisch. Das machst du wieder mit dem Taschenrechner, ne? Das machen wir mit dem Taschenrechner. Wir haben nämlich den großen Akku mit den 59,3 Kilowattstunden netto, der Pro-Plus-Ausstattung, also volle Hütte. Und so bekommt ihr natürlich auch von uns das volle Fahrerlebnis. Was mich so ein bisschen wundert, 2023, wie eingeschränkt teilweise Assistenzsysteme funktionieren, oder? Ja, das ist hier, er bimmelt auch ganz viel gerade, ne? Genau, hier fehlt die mittlere Fahrbahnmarkierung und er denkt natürlich, dass diese große, breite Mitte dann halt auch die Mitte der Fahrspur ist, was sie ja nicht ist, weil hier halt einfach die mittlere Fahrbahnmarkierung fehlt. Das ist gar nicht mal nur der Aura Funky Cat. Wenn ich hier mit meinem 911er langfahren würde, weiß ich, dass es genauso passieren würde. Und da gibt es nur ganz wenige Systeme, die das im Prinzip lösen. Und da muss ich einfach mal auch eine Lanze für deutsche Premium-Hersteller brechen, weil zum Beispiel der Mercedes, der EQS, der kann das, ne? Ja, der macht das. Der hält dich auch schön rechts. Der erkennt alles, nur eine Fahrspur. Okay, dann bleibe ich aber trotzdem rechts. Genau. Das macht er gut. Das ist wahrscheinlich die Unterscheidung, ne? Der erkennt auch, es gibt keine mittlere Markierung, aber Rechtsfahrgebot, also orientiere ich mich an der rechten Linie. Das wird wahrscheinlich die kolportierte Logik sein. Oder wisst ihr, wie der Computer das löst? Was mir auch auffällt bei asiatischen Fahrzeugen, insbesondere bei chinesischen, das hatten wir, glaube ich, im MG und auch bei weiteren Derivaten, ist so diese Sensibilisierung der Klimaautomatik, ne? Ja, es ist irgendwie
entweder komplett kalt oder es wird einem sofort warm. Aber es gibt irgendwie so keinen Mittelweg, habe ich immer so das Gefühl. Wir haben ja immer die obligatorischen 21 Grad mit oder ohne AC halt, wenn man es halt braucht oder nicht braucht. Aber dann machst du die Lüftungsdüse auf, dann machst du sie zu, dann pustet er von oben, dann pustet er von unten, dann pustet er links, pustet er rechts. Also irgendwie pustet es ganz schön, ne? Ja, immer mal wieder, ja. Und wir haben ja noch nicht mehr das Schiebedach auf. Tja, vielleicht sollten wir das mal ändern. Ach so. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit, für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. So, jetzt besser, wa? Ja, jetzt sitzen wir mal richtig hier rein, oder? Aber es ist ein angenehmes Lüftchen. Ja, also ich muss dir sagen, sowohl im Sommer als auch im Herbst oder im Frühjahr so ein Panorama-Glasschiebedach, das macht schon Spaß, ne? Auf jeden Fall. Schon fast so ein bisschen Cabriolet-Feeling im Aura Funky Cat. Yeah! Steffen, ich habe hier erstmal den Massagesitz angemacht, ne? Also ich muss dir sagen, das ist echt gut gemacht. Ne? Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein Kissen, was rein und raus fährt. Das ist so eine richtige Massagematte, der auch schön hoch und runter geht auf zwei Ebenen. Also ich muss dir sagen, das ist eine coole Geschichte. Ne? Ich glaube, du vermisst den i7 dann doch immer ein bisschen mehr. Ne? Na gut, beim i7, da hast du ja irgendwie gefühlt 20 Massageprogramme. Also von Schulter-, Rückenaktivierung, Ganzkörperaktivierung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das Einzige, was fehlt, ist Happy End, oder? Ja, aber vor allen Dingen, bis du da die richtige Einstellung gefunden hast, wie du es denn jetzt am liebsten hättest, ist der hier schon zweimal durchgelaufen. Ja, das müssten wir dann mal ausprobieren. Wir sind auf der Autobahn angekommen, haben von 96 auf 84%, 12% State of Charge verloren auf 50 Kilometer. Und Steffen, hast du ausgerechnet schon im Kopf? Hat er 14,23 Kilowattstunden. Ja, das ist ja mal ein richtig guter Verbrauch, ne? Das ist echt gut, ja. Schön sparsam. Da sieht man mal, wie Olli sowas von smooth und verbrauchssparend Auto fahren kann, ne? Wir haben auch von dir gar nichts anderes erwartet. Ja, ich habe den Abstandsregeltempomaten hier aktiviert. Auch das hat ja unser Kleinwagen hier an Bord. Aber leider nur bis 120 km/h. Das hatte ich ja schon bei der Verbrauchsfahrt so ein bisschen bemängelt. Aber fahren wir halt heute nur 120, oder? Ja, wir haben ja Zeit. Uns jagt ja keiner. Doch, so ein VW Atheon oder so ähnlich, oder wie das Ding da heißt, ne? Ja, na gut, unverbesserliche gibt's ja. Aber hier in Mecklenburg ist ja freie Fahrt für freie Bürger. Und der hat natürlich erstmal hier dieses wunderschöne Auto gesehen und dann hat er sich gewundert, warum der Blinker nicht ausgeht. Na, da muss man ja einmal tippen, aber Steffen, der geht wieder nicht. Ah, jetzt geht's. Ja, das ist auch so ein Nachteil irgendwie beim Aura Funky Cat, ne? Dass der irgendwie keinen arretierenden Blinker hat, sondern man irgendwie, wenn man zu weit tippt, der Blinker einfach drin bleibt, bis man ihn deaktiviert. Also da muss man schon so ein ganz gefühlvolles Fingerchen haben beim Blinken, ne? Ich glaube, es ist auch alles viel Gewöhnungssache, ne? Ja, wahrscheinlich. Was mir beim Aura ganz gut gefällt, ist, dass er hier die Fahrbahn darstellt und auch zeigt, wenn zum Beispiel jetzt ein Auto uns überholt, wenn das auftaucht oder vor uns Autos sind. Das ist ja fast wie bei Tesla, oder? Ja, das sieht gut aus. Und das in so einem elektrischen Kleinwagen, also meinen ganzen Respekt, oder? Absolut. Also zwei Dinge nerven mich total. Na? Zum einen, dass der nicht in der Mitte der Fahrspur bleiben kann. Also er quasi nicht wirklich einen Lenkassistenten hat, sondern immer so zwischen den Linien pendelt. Und dass er mir ständig sagt, weil er hier so eine Kameraüberwachung hat, ich soll geistesanwesend sein. Naja, er kann halt nicht durch deine Brille durchschauen, ne? Nee, aber ich sag mal, geistesanwesend ist doch eigentlich auch nicht die richtige Übersetzung, oder? Er kann ja sagen, ich soll aufmerksam sein oder ich soll auf den Verkehr achten oder keine Ahnung, nach vorne schauen und nicht zur Seite in die Kamera oder so. Da würde ich alles verstehen, aber woher will er denn wissen, ob ich geistesabwesend bin? Tja, du darfst dir keine Gedanken machen. Du musst hier 100% Fokus. Ja, guck mal, der Atheon ist schon wieder am Überholen. Was hat der denn gemacht? Ein Pickelpäuschen oder was? Oder gibt es die mehrfach? Wahrscheinlich.
Ist dir das eigentlich auch aufgefallen? Was denn? Na, dass die Leute, wenn sie an uns vorbeifahren, immer zu mir schauen. Ich glaube, das liegt weniger an dir, sondern an diesem tollen Auto, wovon es ja noch nicht allzu viele in Deutschland gibt. Ich weiß, das enttäuscht dich jetzt vielleicht ein bisschen, aber... Guck mal, Steffen. Ja, wieder geguckt. Aber ich glaube, die verlieben sich alle in den Aura. Oder meinst du nicht? Keine Ahnung. Ja, wenn du so viel Geld für ein Auto ausgibst, ne, wie, so wie bei dem hier mit 47.990 Euro, dann willst du ja schon so ein bisschen Glamour-Faktor haben, oder? Glamour-Faktor, ja. Ja, aber steht ja nicht eher so ein bisschen für Understatement? Ich weiß nicht. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist total spannend, dass Aura jetzt mal so ein richtiges Leasing-Angebot rausgeknallt hat. Ich glaube nicht mal 150 Euro, ne? Ja, 149 wohl. Ja, und das ist ordentlich. Ich meine, dafür kannst du wirklich nicht meckern, ne? Dafür ja. Kriegst du jede Menge Auto. Auf jeden Fall. Da hast du auch, glaube ich, eine Menge Spaß mit. Ja. Was ich vorhin übrigens noch vergessen habe, ne? Beim Abstandsregeltempomaten, da würde ich mir ja mal durch ein Software-Update, wenn das möglich ist, weil die Verkehrszeichenerkennung funktioniert ja echt gut. Ne? Wirklich sehr gut sogar. Ja. Wenn da noch diese prädiktive Regelung programmiert werden würde, weißt du, dass er die Geschwindigkeit anpasst? Ja. Ne? Ja. Und wir nicht hier mit 120 auf 80 laufen. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, ja. Nur weil ich mich jetzt hier auf den Aura Funky Cat verlasse, weil ich vorher BMW i7 gefahren bin. Ne? Ja, ja. Hm. Ja, aber da sieht man mal, ne, hier oben ne, geistig anwesend bleiben, hat sie ja recht. Ne? Siehst du, jetzt weißt du auch, woher das kommt. Ja. 29% State of Charge haben wir nach 101,3 Kilometern sozusagen verbraucht. Umgerechnet sind das was, Steffen? 17,19 Kilowattstunden. Das ist aber okay, ne? Dafür, dass wir jetzt auch schöne, gute 50, 55 Kilometer Autobahn mit 120 dabei haben. Genau, ab und zu auch mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja den Verkehr hier auch nicht aufhalten. Ja, machen wir gut. Wollen wir nicht aufhalten? Nein. Steffen, ich muss pinkeln. Na, dann wird es ja höchste Zeit, dass wir laden. Ja, mal gucken. Hier ist ja in Wittenburg unsere Lieblings-Aral-Auto-Hofstation, richtig? Richtig. McDonald's ist ja noch abgebrannt, ne? Oder ist jawohl, befindet sich wieder im Aufbau, aber habe ich gehört. Ja, und hier sind zwei Alpitronic Aral-Pulslader und zur Not noch ein Fastnet hinten. Und in Wittenburg soll ja auch ein Ionity entstehen. Ich weiß noch nicht, wann der irgendwann mal fertig wird. Ja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Kennen wir ja. Ja, jedenfalls sind wir 143,6 Kilometer gefahren und von 96% auf 51% State of Charge haben wir den Akku sozusagen aufgebaut. Da muss ich sagen, die Reichweitenangabe, die war ja irgendwie bei 298 Kilometer, das passt schon, ne? Das muss man ihm lassen, im Aura Funky Cat. Ne? Er ist kein Lügenbaron. Nee, Ladestation ist auch frei, also würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel Energie wir in welcher Zeit in den Aura Funky Cat bekommen. Geht ab wie eine Rakete, sofort auf 54,6 kW. Ich glaube, maximale Ladepeak waren ja irgendwie 70 kW, Steffen, wenn ich das richtig aus der Verbrauchsfahrt in Erinnerung hatte. Ja, wir nutzen ja immer auf unseren Touren die Einfachstrom-Maingau-Karte in Verbindung mit Encharge. Encharge ist ein Anbieter im Internet, auch als App, wo ihr sozusagen Freikilometer sammeln könnt über Internet-Einkäufe, wo ihr dann Gutschriften bekommt und wo ihr dann wieder kostenfrei über die Einfachstromladen-Maingau-Karte da fahren könnt. Wir sind schon über 23.000 Kilometer entsprechend kostenlos gefahren und wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal bitte in der Videobeschreibung nach, da habe ich euch einen Link zu Encharge reingepackt. Die Ladezeit ist auch immer die Möglichkeit, euch mal kurz ums Auto zu führen und vielleicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch die Review mit dem Fahrbericht anzuschauen, respektive auch das zweite Video mit der Verbrauchsfahrt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, Aura Funky Cat startet ab 38.990 Euro, glaube ich, in der Basis dann mit einem 48 Kilowattstunden Akku-Pack. Wir haben ja den etwas größeren, dann mit 59,7 Kilowattstunden netto. Und er hat ein schönes, eigenwilliges Design. Vorne erinnert er vielleicht sogar so ein bisschen an Porsche 911, so mit den Augen. Und gerade das Heck ist auch so eine
kleine Sahnestätte, weil man einfach mal nicht die klassischen Rückleuchten hat, wie man sie kennt, sondern das hier alles so ein bisschen teilintegriert hat in die Kofferraumklappe respektive in die Karosserie. 4 Personen Platz, 170 Liter Kofferraum, habe ich euch vorhin gezeigt, und halt auch eine sehr, sehr wertige Ausstattung. Gehen dann schnell hoch bis zu unserem Pro Plus Variante mit 47.990 Euro. Und jetzt kommt ja auch on top noch eine sportliche Variante mit so ein bisschen Carbon-Optik, alles ein bisschen straffer, performanter. Da freuen wir uns schon drauf, Steffen, oder? Absolut. Der Aura Funky Cat GT und dann noch ein Leasingangebot ab 149 Euro. Wenn ich im Vertrieb wäre, würde ich sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Einmal pinkeln, einmal mit euch ums Auto rum und noch ein kleines Käffchen gezischt. Schon wieder ist eine Viertelstunde rum und der Aura Funky Cat hat von 52% auf 69% geladen. Wäre ja schade, wenn man jetzt dieses kurze Päuschen nicht mit Laden überbrückt hätte, oder? Was sagt ihr? Was auch ganz gut gemacht ist, ist das 360-Grad-Kamerasystem mit Hilfslinien, dann auch zum Ausparken einer guten, hochauflösenden Rückfahrkamera, wie ich finde, ein bisschen gekroppt vielleicht. Aber das sieht doch gut aus und ja, ihr seht auch, er filmt auch, was unter uns war, sodass man hier eigentlich auch im urbanen Umfeld dann sich gut verhalten kann. Ich glaube, 10,6 Meter war der Wendekreis, Steffen, oder? Ja. Also auch sehr, sehr gut. Aber er hat eine Schwäche, ihr habt es gehört. Ein bisschen Schlupf. Wenn man mal so ein bisschen performanter auf Strompedal tritt und einen Lenkwinkel hat, dann quietscht er gleich richtig mit seinen Newtonmetern los. Vorhin hat uns zweimal ein Arteon überholt und jetzt fährt er auf dem Hänger vor uns her. Es ist irgendwie, verfolgt er uns, oder? Irgendwie haben wir das heute, ja genau, er verfolgt uns. Wobei ich dir sagen muss, dieser VW Arteon, wenn es den elektrisch geben würde, auch gerne als Shooting Brake, also als Kombi, wäre schon cool, oder? Auf jeden Fall, ich glaube, der wird auch richtig Spaß machen. Aber demnächst ja dann auch bei uns der VW ID.7 hoffentlich, mal so ein schönes Fließheck. Da bin ich auch mega gespannt. Der soll ja sehr sparsam sein, habe ich bei den Kollegen Alexander Bloch gesehen. Ja, das werden wir ja dann gewahr werden, wenn es soweit ist. Das werden wir für euch testen auf unserer Verbrauchsfahrt, ob da die News auch in die Tat umzusetzen sind. Wir sind 150 Kilometer gefahren, haben 67% State of Charge, ausgehend von 96 plus ja, die 18% nachgeladen. Steffen, macht welchen Verbrauch? 20,9. Das heißt, jetzt ist es ein bisschen höher gegangen, weil wir natürlich auch eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen, weil wir ja immer so plus minus 120 Abstandsregeltempomat gefahren sind. Mal ein bisschen weniger durch eine kleine Baustelle, mal ein bisschen schneller, damit wir hier den Verkehr nicht behindern mit 120 auf der Autobahn. Normalerweise ist das ja überhaupt nicht meine Reisegeschwindigkeit. Aber wir halten uns ja dann. Aber schau mal, die haben sich auch Gedanken gemacht, wo man so den Autoschlüssel hinlegt, damit der nirgends rumklappert. Nein, das ist doch eigentlich der Haken fürs Herrentäschchen. Ah, okay. Oder schön für die Einkaufstüte. Ja, ist aber schon eine gute Idee, ne? Weil du kannst das ja hier so abmachen dann, ne? Ja. Und dann so einklappen. Also ich finde die Idee nicht verkehrt. Also Ora kann was. Ist mal ein anderes Gimmick als sonst, ne? Absolut. Und auch der Schlüssel ist schick gemacht hier, ne? Nicht so 0815. Also muss ich sagen, das hat alles Hand und Fuß bei Ora. Langeweile hast du auch. Nee, aber so auf so einer Reise, wenn du da kein geiles Soundsystem hast, ist so langweilig, oder? Ja. Oder wolltest du anfangen zu singen für mich? Ey, ich glaube, das willst du ja noch weniger. Ja, kriege ich noch Ohrenschmerz, muss ich wieder eine Kopfschmerztablette nehmen. Ja. Aber es klingt nicht schlecht, also hat jetzt kein namhaftes Soundsystem von den üblichen Verdächtigen, aber bam, bam. Ein bisschen Spaß haben kann man aber auch, denke ich. Bam, bam, bada, bam, bam, bam. Ja, 200 Kilometer haben wir geschafft. 96% auf 48 sind ja logischerweise 48, Steffen, oder? Richtig. Plus 18 sind 66, richtig? Jawohl. Macht einen Verbrauch von? 19,56. Oh, ist ja ein bisschen weniger geworden, ne? Ja. Nur wenn man schön 120 die ganze Zeit fährt, das ist ja auch entspannt. Ne? Gefällt dir gar nicht. Nee. Meine Geschwindigkeit ist es auch. Steffen, ich glaube, wir kommen in Stau. Nee, das ist Hamburg. Ach so, ist hier so viel Verkehr, ja? Ja, ich glaube, die sind das hier auch nicht anders gewohnt. Ja. Ja, lass uns mal zum Zwischenfazit kommen, wenn wir jetzt schon hier 218,7 Kilometer im Aura Funky Cat gefahren sind. Was sagt dein Popometer? Erstaunlich nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich sitze bequem drinne.
Sitzlüftung haben wir, Massagefunktion, wenn es einem langweilig wird. Die Rechtsfahrspur. Alles super. Ja, also ich bin auch positiv überrascht und das Einzige, was mich halt gestört hat, dass der Abstandsregeltempomat nur bis 120 ging, weil ich wäre schon die ganze Zeit gerne so 150, 160 damit gefahren. Ne? Ja, normal würden wir das ja auch machen, aber ich sag jetzt mal heute die 250 Kilometer, das geht auch mal mit 120. Meinst du, ja? Na klar. Na, ich weiß ja nicht. Wir sind am Ziel angekommen, hier in dem Hotel Tortue, mitten in der Innenstadt von Hamburg. Und damit würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Anreise fertig. Und dann sehen wir uns morgen auf dem Rückweg wieder von Hamburg nach Neustrelitz, um mal zu schauen, wie er sich auf dem Rückweg schlägt. Wir hatten eine tolle Nacht hier im Tortue. Mal ein schönes Boutique-Hotel in Hamburg, kann ich nur empfehlen. Schön zentral, wo man auch abends gut was essen gehen kann. Ja, Aura Funky Cat ist unsere Devise jetzt für die Rückfahrt von Hamburg nach Neustrelitz. Und wir haben gesagt, wir machen einen Fahrradtausch, oder Steffen? Ja, dann fahre ich mal die Schüsse nach Hause. Steffen hat gesagt, komm, nimm mal schön die Lounge-Position ein, ich fahre mal, weil wir ja mal schauen wollen, ob Steffen einen anderen Stromfuß hat als ich oder ob der Aura Funky Cat heute, ist ein bisschen kühler, das gleiche so verbraucht. Wir nehmen euch mit auf der Rückfahrt von Hamburg City nach Neustrelitz. Ach, ist das ein Luxus, gefahren zu werden. Na gut, an der Qualität und Güte werden wir sicherlich dann in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen arbeiten. Steffen, guten Appetit. Mhm. Steffen gönnt sich mal so ein Haferriegelchen, was er von einem prominenten nordischen Fahrzeuganbieter heute in seinem Lunchpaket gehabt hat. Ja, wir müssen ja sehen, wo wir bleiben hier so bei einfach elektrisch. Ne? Und apropos, wo wir bleiben, wir sind schon die ersten 50 Kilometer gefahren, Steffen, durch den zähflüssigen Stadtverkehr in Hamburg City. Hansi, schon Hamburg. Genau, und ja, da haben wir einen Verbrauch von 22,53 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist natürlich auch deutlich höher, als wenn ich gefahren bin. Ihr seht, da kommt es auch immer auf die Sensibilität des Strompedals an. Da geht es darum, zu rekuperieren, vorausschauend zu fahren, ne, möglichst das Auto rollen zu lassen. Ne, Steffen? Ich fahre Tempomat 120, was soll ich sagen? Ja, aber in der Stadt bist du ja nicht Tempomat 120 gefahren, oder? Nein, da natürlich nicht. Ne? Da halten wir uns natürlich strikt an die Verkehrsregeln. Aber wenn man halt so einen kleinen Flitzer unter dem Arsch hat, um das mal so zu sagen. Mal so ein X5 abziehen, ne? Oder eine ordentliche Kapelle gemacht, ne? So. Ja, genau. Ne? Genau so. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass der Verbrauch etwas höher ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir beobachten das, weil wir ja noch so gefühlt 180 Kilometer vor uns haben. Und dann schauen wir mal, wie sich das bei Steffen so entwickelt. Also nicht mit dem Haferriegel, sondern mit dem Verbrauch. Steffen war so nett und hat mir sogar auch ein Haferriegelchen übergelassen. Der war lecker, ne? Ja, der war lecker. Leckerer als gedacht. Und auch nicht trocken. Ja, so als Autobahn-Snack echt gut und viel besser als irgendwie so eine Bockwurst oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Viel gesünder. Wir leben ja sehr gesund. Also meinst du, wir wären 100, ja? Ungefähr. Apropos 100 Kilometer sind wir gefahren und Steffen hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat jetzt den Verbrauch auf 19,569, wir rechnen ja mal auf 3 Kommastellen genau, sich verbessert. Also Chapeau, Steffen, also so langsam wird's mit dir, ne? Ja, na, wie gesagt, das war ja nur zum Anfang so Hamburg City und ein bisschen auf dicke Hose machen hier mit dem Funky Cat und dann nachher schön ganz entspannt rollen hier. Ja. Also ich kann euch da beruhigen, wir haben ja noch so gute 130 Kilometer vor uns und sind natürlich mal gespannt, wie er sich da weiterentwickelt. Also der Verbrauch des Aura Funky Cat und Steffens Fahrweise. Also ich muss euch sagen, der Aura Funky Cat, ne, der fährt ja wirklich mega, mega gut. Sitzbelüftung, Massagesitze, aber dieses 120 gezuppelt, ne? Sorry, aber das ist echt nichts für mich, Steffen. Ja, für mich auch nicht, das ist echt so langweilig. Aber ich muss sagen, ich bin ja diese Verbräuche, so ehrlich muss man ja auch zu sich selber mal sein, gar nicht gewohnt. Ne? Also ich habe jetzt ausgerechnet bei 150 Kilometer, wieder schön mit dem Taschenrechner, weil der Aura Funky Cat ja keinen Bordcomputer hat, 19,569 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist Steffen jetzt dabei. Wir sind von der Autobahn inzwischen runter, hier juckeln durch Wittstock, so die letzten Kilometer dann bis zu mir nach Neustrelitz. Also ich muss sagen, das macht natürlich dann gut. Ne? Und selbst mit dem relativ kleineren Akku dann mit 59,3 Kilowattstunden. Ist ordentlich und wir kommen hier auch locker in einer Tour jetzt an. Wir sparen uns jetzt die Ladepause heute, weil wir können das Auto ja auch an der Wallbox zu Hause laden. Ja, ich muss auch nicht pinkeln. Ich auch nicht, komischerweise. Aber ich
so ein kleiner Lungentorpedo. Ah, okay. Ich halt durch. Ah, Steffen und sein Rauchen, schlimm. Also ich habe ja vor 4,5 Jahren aufgehört. Ich kann ja nur jedem empfehlen, hört auf zu rauchen. Ihr riecht besser, ihr schmeckt besser, ihr kommt besser durchs Leben. Und wenn ich jetzt noch meine 99, Periode 9 Kilo ein bisschen loswerde, dann wäre ich ja total glücklich. Steffen ist ja auch ein bisschen wirr, ne? Da jagt er hier so ein Cupra Formentor hier über die Dörfer. Und durch die Strecke, das ist ja der Wahnsinn, Steffen. Ja, aber ist auch ein schön anzusehendes Auto. Den wollte ich mir mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Ich wusste gar nicht, dass du auch performant kannst. Ja, natürlich, na klar. Also ich sag dir, bei Steffen auf dem Nürburgring will ich nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Ne? Da geht's aber ab wie Rakete. Ne? Ja, übrigens, ab wie Rakete geht auch unser Verbrauch, weil Steffen natürlich hier mal sich leiten lässt. Und es macht ja auch Spaß mit dem Aura Funky Cat. Wir sind jetzt auf 20,162 angestiegen, weil er halt hier durch die Gegend powert, ne? Ja, und das macht er auch ordentlich. Außer was halt so ein bisschen nervig ist, halt ja diese Lenkeingriffe, wenn er halt keine Mittellinie erkennt oder sowas. Ne? Ja, das auf jeden Fall auch schon. Naja, das macht dann nicht wirklich Spaß, wenn du dann die ganze Zeit immer am Gegenlenken bist. Naja, aber gut. Ja, aber wir sind jetzt 201 Kilometer gefahren, haben noch 32% im Akku, sind ja mit 99% gestartet, dank des tollen Hotels in Hamburg, die uns das Auto aufgeladen haben über Nacht. Und so macht es ja auch auf der Reise Spaß, mit so einem kleinen mal so eine größere Tour zu machen, oder Steffen? Absolut, man sitzt ja auch sehr bequem hier drin. Das macht auch Spaß zu fahren, das ist alles super. Jetzt hat er hier erstmal den Cupra Formentor abgezockt und sitzt hier hinter dem nächsten VW-Derivat eines Verbrenners, nämlich so ein Skoda. Das geht ja richtig bei dir los, Steffen, oder? Ja, leider geben die halt nicht so Gas und bummeln hier so ein bisschen durch den Abend. Ich glaube, Steffen knackt hier noch die 21 Kilowattstunden heute. Ja. Und guck mal, was er hier für Fliegen getötet hat. Ne? Der kriegt gar keinen Fokus, die Kamera hier. Ist ja alles voller toter Fliegen hier. Ist ja unfassbar, ne? Die Arbeit von 2 Tagen. Mann. Wir sind kurz vor zu Hause und haben immer noch 27% im Akku, Steffen. Ja, das zeigt doch, der kann auch. Ja, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich freue mich auch, dass wir nicht irgendwie mit einem 911er oder mit einem EQS oder mit einem BMW i7 nach Hamburg gefahren sind, sondern mit dem Aura Funky Cat, weil das auch Spaß gemacht hat, ne? Absolut. Das ist mal was anderes. Selbst auch so Hamburg Stadt mit dem Flitzer hier macht auch Spaß. Also es ist halt, man muss nicht immer mit den großen, dicken Karren fahren. Ich weiß, du wärst lieber mit dem i7 hinten, ich vorne, du hinten. Ja, gut, also da muss ich natürlich sagen, da hat Steffen natürlich recht. Also wenn ich da schön hinten im Lounge säße, dann so ein bisschen hätte arbeiten können, vielleicht auch mal kurz das Video anschauen können, das wäre halt schon schön gewesen, ne? Muss ich wirklich sagen. Also ja, aber, Füße ja. hochlegen und so, einfach mal ein bisschen entspannen. Wir haben heute 3 Videos gedreht. Ich weiß gar nicht, ob sie vor oder nach diesem Video erscheinen werden, aber ich glaube wahrscheinlich davor. Und wenn man 3 Videos gedreht hat, muss ich dir sagen, dann ist man auch irgendwie so ein bisschen erschöpft. Ne? Absolut. Ist ja auch verständlich. Wir sind zurück zu Hause nach über 230 Kilometern, 99% gestartet, 24% angekommen. Das heißt, Steffen kommt auch noch nach Hause mit dem Aura Funky Cat. Hat doch perfekt gepasst, oder? Ja, alles super. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Und dann sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos definitiv wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald, euer Olli. Du, guck mal, ist der BMW i7 nicht süß? Ja. Wie er hier so sein Dings beleuchtet und die Swarovski-Kristalle leuchten. Ich glaube, er hat mich schon vermisst, oder? Ja, der braucht halt Aufmerksamkeit, ne? Aufmerksamkeit. Ja, aber er hätte uns auch gerne gefahren. Weißt du, auch hinten schön mit dem Lounge-Sessel und so. Also, ach, Steffen, Mensch, guck mal, ist doch so süß, oder, der BMW? Hm?